Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Geht's Ihnen gut? Ja? Also ich muss sagen, mir selber geht es hervorragend. Es muss mir gut gehen. Ich höre von allen Seiten, es sind tolle Zeiten fürs Kabarett. Ja, sagen die Leute mir immer wieder. Je schlechter die Lage, desto besser ist das doch für dein Kabarett, höre ich immer. Je mieser die Menschen wirtschaftlich zurechtkommen, desto größer scheint ihr Bedürfnis nach geistiger Verwirrung zu sein. Zerstreuung. Bosnisch müsste man können oder Kurdisch. Was meinst du, was da jetzt ein Bedarf an Kabarett existiert? Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Schlechte liegt so nah? Meine Damen und Herren, wer braucht denn noch die dritte Welt? Wir haben jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Schwellenland mit allem, was das Entwicklungshelferherz höher schlagen lässt. Massenarbeitslosigkeit, Landflucht, Unterentwicklung. Und jetzt werden wir der dritten Welt mal zeigen, wie schnell wir aus einem Entwicklungsland einen modernen, demokratischen Industriestaat machen können. Ja, wenn die Eingeborenen noch mitziehen. Und nicht nur Kinder machen und faul in der Sonne rumhängen. Das schaffen wir sowieso ab. Das in der Sonne rumhängen gehört auch weltweit. Wir werden nicht eher ruhen, als bis jeder Chinese seinen eigenen Passat fährt. Ja, von mir aus nur 4 Tage in der Woche, aber der wird den fahren. Wir werden die Konjunktur auf der ganzen Welt mit Hilfe der freien Marktwirtschaft so ankurbeln, dass der Ozonschicht Hören und Sehen vergehen wird. Wenn wir die blöde Ozonschicht erstmal los sind, ja, dann hört doch das Gejammer über das Ozonloch auf. Dann kann die Sonne endlich voll durchknallen. Und dann braucht auch der Neger Sonnencreme. Das verstehen wir unter Anpassung der Lebensverhältnisse. Bleichstellung für alle. Und in der BRD fangen wir an, hier wird alles angepasst. Erst die Menschen, dann das Grundgesetz, dann eventuell auch die Lebensverhältnisse. Jeder von ihnen muss sein Päckchen tragen, es sei denn, sie lassen ihres tragen. Ja, das Leben ist organisiert in Deutschland. Die einen tragen die Päckchen, die anderen machen sie auf. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot, nur auf verschiedenen Decks. Aber das ganze deutsche Volk zieht an einem Strang und wir halten das geistig-moralische Ende fest in der Hand. Ja, keine Sorge, die Regierung hat die Probleme im Griff. Sie kriegt sie nur nicht wieder los. Wenn wir den Standort Deutschland jetzt noch retten wollen, meine Damen und Herren, dann müssen die alle die Ärmel aufkrempeln. Auch die, die nur Hemden mit halbem Arm besitzen. Ja, dann müssen die alle mal den Gürtel enger schnallen. Auch wenn das für sie persönlich heißt, dass sie ihren Gürtel nur noch als Halsband verwenden können. So, nun machen Sie mit, legen Sie einen kaviarfreien Tag in der Woche ein. Verkneifen Sie sich einmal im Monat das geliebte Bad in Champagner. Verzichten Sie auf Wohngeld, Heizkostenzuschuss, Sozialhilfe, BAföG, all diese unnützen Subventionen. In der Krise, da müssen wir doch alle zusammenrücken. Auch die Penner in der Fußgängerzone, da ist noch jede Menge Platz. Ja, es sind tolle Zeiten fürs Kabarett. Die Themen liegen auf der Straße. Irgendjemand muss die Themen rausgeschmissen haben. Die liegen auf der Straße, gleich neben den Pennern und betteln darum, behandelt zu werden. Wer behandelt werden will, muss krank sein. Vielleicht will die Themen deshalb keiner mehr anpacken, am Ende sind die ansteckend. Einige Themen sind ja zu heiß. Es gibt Themen, die stinken bis zum Himmel. Es gibt auch Themen, ach wissen Sie, die sind einfach nur so ein bisschen unangenehm. Wenn man bei Muttern zu Hause am Mittagstisch nach einem schönen Mittagessen im Kreis der gesamten Familie dezent anmerkt, dass der Erdbeerjoghurt, den es zum Nachtisch gibt, vorher 8000 Kilometer durch Europa gefahren worden ist, dann sagt Mutter doch höchstens, schmeckt er dir nicht? Nein, Mutter, doch, Mutter, ich meine doch nur wegen der Umweltbelastung. Och, Junge, du bist so selten mal hier zu Hause. Jetzt reden wir von was Schönem. Haben Sie schon mal versucht, auf einem Beerdigungscafé mit Ihrer Tischnachbarin über das Waldsterben zu diskutieren? Das geht doch gar nicht. Schon lange vor dem Channel-Hopping hat der Mensch das Themenhopping erfunden. Sobald Sie Werbung für ein unangenehmes Thema machen, zack, Themenwechsel. Der Ort für solche Themen ist das Kabarett. Das Kabarett ist die gelbe Tonne dieser Gesellschaft für Themenmüll. Gelbe Tonne kennen Sie, ja? Duales System, getrennt sammeln, vereint deponieren. Ja. Ja. Sehen Sie,
Sowas kann man nur mit uns Deutschen machen. Das funktioniert mit keinem denkenden Volk der Erde. Eine Bevölkerung dazu zu bringen, für einen kleinen grünen Punkt auf der Verpackung extra Geld zu bezahlen, die Verpackung zu Hause zu spülen, mit Pril und heißem Wasser wegen der Umweltverträglichkeit, das Ganze zu sortieren, in kleine gelbe Säcke zu stecken, die hinterher mit allem anderen Müll auf der Deponie wieder zusammengekippt oder verbrannt werden. Das geht nur mit Deutschen. Wir Deutschen sind ein Volk von gelben Säcken. Anstatt den gelben Sack dem nächsten Verantwortlichen über den Kopf zu ziehen und mal einen grünen Punkt zu machen. Aber wir Deutschen haben gar keine Zeit, uns über Themen wie den grünen Punkt Gedanken zu machen. Die Zeit brauchen wir doch zum Spülen und Sortieren der Verpackung. Die Zeit für solche Themen, meine Damen und Herren, ist nach 23 Uhr drittes Programm, wenn anständige Menschen im Bett liegen. Sehen Sie, sich mit sowas zu beschäftigen, das ist der Luxus von Leuten, die morgens nicht aufzustehen brauchen. So gesehen leben ja immer mehr Menschen bei uns im Luxus. Die Leute haben Zeit im Überfluss. Einige kommen sich schon ziemlich überflüssig vor. Es werden immer mehr Leute arbeitslos, vor allen Dingen dauerhaft arbeitslos. Finden Sie auf der Straße wieder, gleich neben den Themen, die Sie gestern aus dem Fenster rausgeschmissen haben. Und die Leute werden sauer. Die werden richtig sauer. Sie schreien nach dem starken Mann. In Deutschland verwechseln sie oft den Starken mit dem dicken Mann. Aber viele rufen wirklich nach dem starken Mann. Wenn es eng wird, wollen sie den starken Mann haben. So Helmut Schmidt, das war noch ein Kanzler. Hä? Das war noch ein Macher. Wissen Sie eigentlich, wie lange das her ist, dass ein Bundeskanzler in den Meinungsumfragen so unbeliebt war wie Helmut Kohl? Wissen Sie, wie lange das her ist? 1977 war ein Kanzler zuletzt so unbeliebt. Der damalige Kanzler hieß Helmut Schmidt. Heute schreit das Volk, Helmut, komm zurück, hätten wir nur so einen Macher wie dich an der Spitze. Ich höre die in 17 Jahren schon wieder schreien, Helmut, komm zurück. Die guten alten Zeiten. Ja, Helmut Schmidt allerdings, der weiß nur ganz genau, wo es lang geht, seitdem er nicht mehr vorauslaufen muss. Helmut Schmidt hat gesagt, wenn wir die Krise jetzt noch meistern wollen, dann müssen wir uns alle wieder mit dem Niveau von 1980 zufrieden geben. Das ist die Lösung, sagt das Volk. Warum nicht? Ein Teil des Volkes hat natürlich übersehen, dass 1980 die Mauer noch gestanden hat. Und dem anderen Teil ist auch nicht unbedingt klar geworden, dass Helmut Schmidt nicht das Niveau meint, auf dem er 1980 gelebt hat. Ja, Helmut Schmidt, der alte Sozi. Dem ist eines Tages auch das Licht aufgegangen. Als dem Schmidt zum ersten Mal in Saint-Tropez seine eigene Putzfrau über den Weg gelaufen ist, da muss dem Schmidt klar geworden sein, das kann nicht gut gehen. Wenn die Putzfrau sich von ihrem Lohn die Wohnung leisten kann, in der sie putzen gehen soll, dann wird es eng. Saint-Tropez für alle funktioniert nicht. Dafür ist Saint-Tropez einfach zu klein. Es können ja nicht alle im Theater in der ersten Reihe sitzen. So breite Theater können wir beim besten Willen nicht bauen. Selbst wenn wir das machen, wenn Sie in der ersten Reihe ganz außen sitzen, dann sehen Sie wieder nichts. Es gibt immer gute und schlechte Plätze im Leben. Und Politik ist die Frage, nach welchem Prinzip wir die Plätze verteilen. Wir haben uns doch ganz demokratisch für das Recht der stärkeren Brieftasche entschieden. Golfplätze für alle. Das ist eine sehr schöne Forderung. Solange ein paar Leute spielen, der Rest die Anlage in Ordnung hält, die Bälle sucht und die Schläger trägt. Das ist Golf für alle. Man muss irgendwie an die Schläger kommen. Wenn man die Schläger erstmal in der Hand hat, dann kann man seinen Wohlstand auch verteidigen. Natürlich ist die Regierung jetzt sehr bemüht, die Kosten der Krise für alle gleich zu verteilen. Die Reichen werden dabei nicht ausgenommen. Aber die Angleichung der Lebensverhältnisse, das ist doch eine von den Gleichungen, die nicht aufgehen kann. Es wird da immer Reiche und Arme geben. Es gibt da auch Schäferhunde und Pekinesen. Ja, ich höre immer, jetzt müssen alle Opfer bringen. Jetzt müssen alle Opfer bringen. Können Sie mir mal erklären, wie der Quatsch funktionieren soll? Zu einem Opfer, da gehören doch immer mindestens zwei. Einer muss das Opfer annehmen, sonst hilft die Opferei doch gar nicht. Fragen Sie die Experten im Tempel. Opfern stammt aus dem Kirchenlatein.
Das ist abgeleitet vom lateinischen Begriff operari. Und operari erklärt das Lexikon als werktätig sein, arbeiten, der Gottheit durch Opfer dienen. Sie sehen, Opfern ist von Alters her etwas für Werktätige und Arbeiter gewesen. Natürlich werden jetzt alle Menschen hier bei unserer Kasse gebeten. Entscheidend ist nur, ob man abhebt oder einzahlt. Dienstleistung, meine Damen und Herren, die einzige Branche, die auch in der Krise Geld verdient. Bieten Sie Dienstleistung an, machen Sie sich selbstständig. Seien Sie doch mal kreativ. Hören Sie, dieses Volk ist doch völlig gelähmt. Hier ist doch jede Eigeninitiative tot. Alle starren nur noch auf den Staat. Ja, der Deutsche missbraucht das soziale Netz als Hängematte. Missbrauch muss bekämpft werden, das wissen wir doch alle. Asylrecht wurde missbraucht, mussten wir abschaffen. Sozialleistungen werden missbraucht, dann müssen wir die wohl abschaffen. Ich höre sehr viel von Kindsmissbrauch in letzter Zeit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir den Standort Deutschland jetzt noch retten wollen, da können wir offenbar nicht mehr länger jeden Dödel hier mit durchfüttern, der dem Leistungsdruck und den Erwartungen nicht gewachsen ist. Die Konkurrenz in Asien schläft doch nicht. Der Piech von VW sagt, wir führen Krieg gegen die Japaner. Er hat ja extra diesen baskischen Untergrundkämpfer engagiert. Der sortiert bei VW gerade die Fußkranken aus. Ja, wissen Sie mal, was in Asien los ist? Wissen Sie, wie das da abgeht? Ha, Johannes Groß war in Asien. Kennen Sie Johannes Groß? Mitherausgeber der Zeitschriften Kapital und Impulse, gern gesehener Talkshow-Gast, haben Sie bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Der Vertreter der freien Marktwirtschaft schlechthin ist der Mann. So ein Kleiner mit Halbglatz und Brille. So die Größe Gregor Gysi und Ober Blümberg die Furcht, zu diesem Niveau. Jedenfalls, der Groß, der war, wie es sich so traf, in Bangkok. Jetzt weiß ich nicht, was Sie in Bangkok machen. Johannes Groß hat in Bangkok das Sozialwesen studiert. Jetzt hat er festgestellt, meine Damen und Herren, in Bangkok, da kennen die weder Arbeitslosengeld, noch Arbeitslosenhilfe, noch Sozialhilfe oder irgend so ein Schnickschnack. Und jetzt halten Sie sich mal gut fest. Die kennen auch gar keine Arbeitslosen in Bangkok. Da sind sie platt, ne? Ja, zumindest keine Registrierten. Johannes Groß schreibt, das wäre ein Klima, wo die Eigeninitiative der Menschen wieder gefördert wird. Die Leute tun selber was. Und wie die Eigeninitiative in Bangkok aussieht, hat der Johannes Groß wunderbar beschrieben in seinem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da stand das dann so: In den Tempelbezirken wird dem Stehen eine Schnellmassage verabreicht. Andere Dienstleistungen brauchen die Dunkelheit und das wegblickende Auge der Polizei. Das alles hat seinen Charme, der unserem griesgrämigen Sozialsystem abgeht. Auf gut Deutsch übersetzt heißt das so viel wie, wer Johannes Groß einen bläst, kann aufs Sozialsystem pfeifen. So stellt der echte Konservative sich die Eigeninitiative offenbar vor. Wenn schon 3,6 Millionen Menschen bei uns auf der Straße stehen, da können sie sich da ja wenigstens nützlich machen. Sondern bieten sie mal Dienstleistungen an. Menschen wie Johannes Groß sind für so etwas immer offen. Ich meine, der Groß, der hat wahrscheinlich schon alles. Der hat bestimmt schon Steuerberater, einen Immobilienberater, einen PR-Berater, einen Chauffeur, Putzfrau, einen Gärtner. Vielleicht braucht er noch jemanden, der ihm in der Nase bohrt. Oder jemand, der ihm den Arsch abwischt. Ich weiß doch gar nicht, was Sie gut können. Nutzen Sie Ihre Talente. Bieten Sie Dienstleistungen an. Machen Sie sich selbstständig. Ich habe einen Tipp für Sie. Wir sind ja unter uns heute Abend. Werden Sie hauptberuflich Fernsehzuschauer. Das ist einer der Jobs der Zukunft. Ganz bestimmt. Von Schulte. Von Schulte. Machen Sie da gerade mal eine Verbindung mit RTL. Danke. Hallo, hallo, bin ich mit RTL verbunden? Ja, ich hätte den Chef gesprochen und dann, Thomas, ja. Jagoda, Bernhard Jagoda. Ich warte. Hallo, Herr Thomas. Ja, schön, dass Sie Zeit haben. Jagoda, mein Name. Bernhard Jagoda. Bundesanstalt für Arbeit, ich weiß nicht, ob Sie mich kennen. Ich trete einmal im Monat mit meinen Statistiken in Ihren Nachrichtensendungen auf. Ja, genau. Das sind die Statistiken, die ähnlich hohe Steigerungsraten haben wie Ihre Zuschauerzahlen. Und ich denke, wir haben eine Menge mehr gemeinsam.
Es ist ja so, wir bekämpfen ja die Arbeitslosen und sie das Niveau. Die Losigkeit, ja, sicher. Wir fördern die Arbeitslosigkeit, sie die Niveaulosigkeit. Bekämpfen, was immer Sie wollen, Herr Thomas. Ja. Ja, von mir aus kommen wir gleich zur Sache. Sagen Sie mal, ich habe gelesen, dass Ihre Werbeeinnahmen direkt von der Zuschauerquote abhängig sind. Also ich verstehe das richtig. Sie können pro Werbesekunde umso mehr Geld von der Industrie verlangen, je mehr Zuschauer zu diesem Zeitpunkt garantierterweise Ihren Fernsehsender eingeschaltet haben. Ja, und es ist Ihnen im Prinzip ja auch scheißegal, was Sie senden, solange die Industrie durch Sie die Zielgruppe da erreicht. Das würden Sie positiver formulieren, da habe ich Verständnis für, Herr Thoma. Nein, da geht es doch gar nicht drum, jetzt ringen Sie wieder ab. Kommen Sie wieder runter. Nein, meine Idee war folgende. Könnte sich für Ihren Sender nicht rechnen, Zuschauer direkt zu engagieren? Ich meine, fest einzustellen. Da haben Sie die Quote garantiert. Und damit natürlich die Werbeeinnahmen. Nein, ich stelle mir das so vor. Statt dass Sie für, sagen wir jetzt mal, ja, für Millionen von D-Mark die Rechte am Wimbledon-Turnier erwerben, wo kein Schwein weiß, ob das Wetter und Steffis Rücken mitspielen. Da könnte ich Ihnen für eine entsprechende Summe Arbeitslose als Zuschauer zur Verfügung stellen. Ich kann Ihnen derzeit 3,6 Millionen Arbeitslose als Grundquote anbieten. Ja, wir können da noch eine stille Reserve aktivieren. Also 1,5 bis 2 Millionen stecken nochmal drin. Und wenn die optimistischen Prognosen über die Rationalisierungen zutreffen, können wir Ende nächsten Jahres nochmal 500.000 draufpacken. Nur wenn alles gut geht, das versteht sich, ja. Nein, diese Leute werden dann dauerhaft arbeitslos sein, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Das wissen die noch nicht über wir. Die werden in der Produktion nie wieder benötigt, nur noch beim Konsum. Und da kommen Sie ins Spiel, Herr Thoma. Wie? Na, die meisten unserer Kunden sind Schichtdienst gewohnt, also wir können eine Auslastung rund um die Uhr garantieren. Das stelle ich mir ganz einfach vor. Wir haben die Arbeitsämter überall vor Ort, zu vermitteln haben wir nichts mehr. Warum sollen die Arbeitslosen nicht in den Ämtern unter Aufsicht die vereinbarten Sendungen ansehen? Da haben sie die Quote garantiert, amtlich sozusagen. Wir können die Leute verpflichten, sich jeden Mist anzusehen, klar. Sonst hätte ich sie ja gar nicht ansprechen können. Wiederholungen sind kein Problem. Nur, Sie können wiederholen, so viel Sie wollen. Auch wissen Sie, von mir aus können Sie jeden Tag dasselbe senden. Ja, wenn Sie fürs Zugucken zahlen, ist mir doch egal, was Sie senden, Herr Thoma. Ach Quatsch, hören Sie doch auf. Ob die Leute jetzt 8 Stunden am Fließband stehen oder ob die 8 Stunden Schreinemakers gucken müssen, da weiß ich auch nicht, was schlimmer ist. Schreinemakers haben Sie nicht, ach so. Testbild. Moment mal. Sie wollen nur noch Testbild senden. Unterbrochen von Werbeeinblendungen. Das ist eine schöne Idee. Ja klar, die Mitarbeiter, die Sie in der Produktion von Sendungen einsparen, übernehmen wir und bieten ihn dir als Zuschauer wieder an. Aber sagen Sie mal, warum wollen Sie denn da auf halbem Weg stehen bleiben? Wie viel Werbung senden Sie pro Stunde? 15 Minuten. Ja, warum wollen Sie das Testbild dann noch dazwischen zeigen? Herr Thoma, wir könnten 8 Stunden Fernsehen auf 2 Stunden Werbung konzentrieren. Die Leute gucken unter Aufsicht. In den Ämtern konzentriert 2 Stunden Werbung. Füllen dann einen Fragebogen aus, ob sie aufgepasst haben. Kriegen nur bei richtigen Antworten die Stütze, haben den Rest des Tages Zeit zum Einkaufen. Ha? Schön. Schön, wenn Ihnen die Idee gefällt, ja? Nein, über Preise haben wir hier im Haus noch gar nicht nachgedacht. Das war auch erstmal eine Idee von mir. Herr Thoma, machen Sie uns mal ein Angebot. Sie kennen sich in der Branche bestens aus. Machen Sie uns ein seriöses Angebot, wenn Sie das können. Und wir werden... Wir melden uns wieder, Herr Thoma. Ja, natürlich werden wir die anderen Sender auch ansprechen. Freie Marktwirtschaft, haben Sie schon mal von gehört, ne? Herr Thoma, ich kann euch jetzt hier keine festen Zusagen machen.
Sie kleiner Schelm, Sie. Hören Sie mal, bevor Sie weiter meine Zeit stehlen. Nee, jetzt hören Sie mal zu. Ihre Idee mit dem Testbild finde ich so klasse. Im Prinzip brauche ich Sie und Ihren Sender doch gar nicht mehr. Sehen Sie mal die Werbespots, die kann ich hier den Ämtern selber vorführen. Wir werden die Industrie direkt ansprechen. Das wäre ein sehr anregendes Gespräch. Wiederhören, Herr Thoma. Der Kapitalismus hat im Kampf der Systeme weltweit den Sieg davongetragen. Schade, dass kein Mensch gewonnen hat, aber Sieg bleibt Sieg und den feiern wir jetzt. Das heißt, wir würden den Sieg sehr gerne feiern, wenn wir wüssten, wo der Sieg hin ist. Bis jetzt wissen wir nur, dass der Kapitalismus ihn davongetragen hat. Wahrscheinlich hat er ihn in Sicherheit gebracht. Nach Luxemburg oder auf ein Schweizer Nummernkonto, das weiß man nicht. Aber wir gehören alle zu den Siegern, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich um, gehen Sie durch die Straßen unserer Städte, meist in der Nähe vom Bahnhof. So sehen Sieger aus. Ja, Sie müssen schon genau hingucken. Wir Deutschen lassen das nicht immer so raushängen. Wir haben uns auch jahrelang nicht anmerken lassen, dass wir die Verlierer des Zweiten Weltkriegs waren. Wenn Millionen von Deutschen jeden Sommer am Mittelmeer den strammen Max markiert haben, da wird sich da doch so mancher Einheimische verblüfft gefragt haben, ach guck mal, so sehen Verlierer aus. Auch nicht schlecht, oder? Diesmal waren die anderen schlauer. Von Deutschland lernen heißt verlieren lernen. Der Verlierer bekommt als Trostpreis immer die Demokratie in ihrer parlamentarischsten Form und als Dreingabe kriegt er ein Wirtschaftswunder und die Bevölkerung im Osten wirtschaftswundert sich von früh bis spät. Die Vereinigung entpuppt sich als Quadratur des runden Tisches. Statt blühender Landschaften haben wir eine gemähte Wiese für die PDS im Osten. Und Leute wie Kurt Biedenkopf fordern jetzt schon die Einführung einer Grundrente. Vor 6 Jahren hätte es bei so einer Forderung noch geheißen, geh doch nach drüben. Jetzt ist Kurt Biedenkopf drüben. Genau genommen ist drüben jetzt hier. Wir sind jetzt drüben, wenn Sie das noch nicht bemerkt haben sollen. Ja, als die Mauer noch stand, da waren die Fronten noch klar, da konnte man noch Wahlkampf machen. Freiheit statt Sozialismus. Da konnte man mit dem Finger drauf zeigen, guckt euch an, die armen Schweine im Osten. Guckt euch gut an, die armen Schweine im Osten. So seht ihr auch bald aus, wenn ihr nicht CDU wählt. Der letzte Bundestagswahlkampf wäre gar nicht so schwer gewesen. Guckt euch gut an, die armen Schweine im Osten. So seht ihr auch bald aus, wenn ihr weiter CDU wählt. Fairerweise müsste die Union jetzt plakatieren, Freizeit statt Sozialismus. Aber drohen Sie mal einem der 2 Millionen arbeitslosen Ostdeutschen mit dem Schreckgespenst des Sozialismus. Da ruft der arbeitslose Ostdeutsche sofort, Sozialismus, hören Sie auf, gehen Sie weg, gehen Sie weit weg. Sie meinen bestimmt diesen schrecklichen Zustand, wo wir alle Arbeit hatten. Nie wieder, nie wieder. Nee, da stehe ich lieber für Straße. Die freie Marktwirtschaft lässt mich nicht im Stich. Und das stimmt ja auch. Die freie Marktwirtschaft hat extra den Mobilfunk entwickelt. Ja, mit dem Mobilfunk sind Sie auch dann erreichbar, wenn Sie keinen festen Wohnsitz mehr haben. Die Industrie denkt mit, blöd sind die nicht. Wenn erstmal jeder Penner und Arbeitslose sein eigenes Handy hat, das wird das sogenannte A-Netz. Dann können die Behörden noch lückenlos kontrollieren, ob die Leute wirklich auf der Straße stehen. Wenn erstmal alle Menschen ein Handy haben, wird das Leben wunderbar. Ich stelle mir das toll vor. Alle Menschen mit Handy, wenn dann ein guter Bekannter auf der anderen Straßenseite vorbeiläuft, ich brauche mir nicht mehr die Kehle aus dem Leib zu schreien. Ich rufe den an. Ja, wenn ich Pech habe, hat er natürlich in einer anderen Jackentasche den tragbaren Anrufbeantworter eingeschaltet. Nicht verzweifeln. Sie können immer noch versuchen, ihn über das Brusttaschenfaxgerät zu erreichen. Mobilfunk ist fantastisch. Wie haben wir eigentlich vorher gelebt? Weiß das noch irgendjemand? Vielleicht einer der älteren Herrschaften im Saal. Diese Einsatzmöglichkeiten im Alltag. Ehepaare, die gerne wandern, aber unterschiedlich schnell gehen.
In wenigen Jahren wird der Satz bei Ihnen piept's wohl ein Kompliment sein. Die freie Marktwirtschaft. Im Gegensatz zur Planwirtschaft, die ja völlig planlos durch die Gegend produziert hat, produziert die freie Marktwirtschaft nur an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Was will der Mensch? Heute wissen wir das. Der Mensch will Auswahl ohne Unterschiede. Also jeder will frei wählen können, aber sicher sein, dass er nicht den Zonk erwischt. Und deshalb produziert die freie Marktwirtschaft ein und dasselbe Waschpulver unter 15 verschiedenen Namen und Verpackungen. So kann jeder von ihnen seinen individuellen Geschmack bewahren, aber es ist sichergestellt, dass keiner daneben greift. Der freie Bürger der freien Welt muss jeden Tag freie Entscheidungen fällen. Sie müssen sich jeden Tag frei entscheiden. VW oder Opel, BP oder Shell, Pril oder Ferri Ultra, Villarriba oder Villabajo, Letter oder darf's nicht, CDU oder SPD, Erbrechen oder Durchfall, Kittikar oder Whiskas. Denker würden gar nicht mehr wählen. Welche Politiker hätten Sie eigentlich gerne wirklich? Tor 1? Tor 2? Oder gleich das Überraschungsei? Warum wurde immer gefragt, Kohl oder Sharping? Die Leute wollen Shopping. Sie diskutieren bestimmt noch über Softie oder Macho. Die Gewissensfrage der Frauenbewegung ist aber längst Tampon oder Binde. Glauben Sie der Werbung? Glauben Sie der Werbung? Die Geschichte der Frauenbewegung ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Worauf dieses Volk wirklich gewartet hatte, das waren die Pampers-Trainers. Das ist die große Koalition aus Höschen und Windel. Selbst wenn Wähler verarscht wird, schläft er schön durch. Und auf dem politischen Markt hält sich hartnäckig der Tamponpolitiker, Modell Kinkel. Opportunistet sich überall ein. Wie sagt der Kohl immer so schön, nur mit dem Kinkel fühle ich mich wirklich sicher. Weil nur mit dem Kinkel kann ich auch an kritischen Tagen machen, was ich will. Zum Beispiel können Sie darauf hoffen, dass der rechtsradikale Schirinowski endlich den blöden Jelzin unter den Tisch säuft. Und wir einen Grund haben, an der Oder einen antifaschistischen Schutzwall zu errichten. War ja nicht alles schlecht an der ehemaligen DDR. Das Gute wollen wir auch erhalten, höre ich immer wieder. Und die meisten Ossis haben wir jetzt wohl hoffentlich kapiert, dass eine Mauer zwei Seiten hat. Und wenn der neue deutsche Bundespräsident Herzog beim Jahrestag der Grenzöffnung Ungarn-Österreich den Ungarn beim Staatsakt versprochen hat, das wird das deutsche Volk ihnen nie vergessen. Das kann man doch als Drohung auffassen. Wir wollen doch nur ein ganz normales Volk sein, meine Damen und Herren. Wie alle anderen. Das ist ja das Schreckliche. Mit einer echten Hauptstadt, einer echten Metropole als Hauptstadt, mit echten Wolkenkratzern, echten Slums und einem echten Grand-Slam-Turnier. Ich fürchte allerdings, Normalität wird für die meisten Deutschen erst dann erreicht sein, wenn man als Deutscher an der Imbissstube in Auschwitz ganz unverkrampft bei einem Roma ein Zigeunerschnitzel bestellen kann. Wenn man gerade aus Schindlers Liste kommt, versteht sich. Tief betroffen. Tief betroffen. Aber halt hungrig. Einige der Damen und Herren innerhalb der Union, die sich so furchtbar aufregen über den Mangel an Moral in der deutschen Jugend, ein völlig neuer Vorwurf in der Geschichte der Menschheit, und dann regt die CDU sich so auf über den Verlust der Werte in der Gesellschaft. Das verstehe ich nun gar nicht. Hören Sie mal, diese Bundesregierung hat doch jetzt unter CDU-Führung 13 Jahre lang systematisch und erfolgreich an der geistig-moralischen Wende gearbeitet. Die neuen Werte beginnen langsam in der deutschen Jugend Fuß zu fassen. Da kann man doch jetzt keine kalten Füße kriegen, oder? Das haben wir so bestellt, Frau Süßmuth, das wird jetzt so gegessen. Erinnern Sie überhaupt noch an die alte Jugend, wenn Sie über die Neue so schimpfen? Lange Haare, null Bock, scheiß Staat. Die Jugend von heute ist bereit, sich für Schäubles Vaterland zu engagieren. Ganz egal, ob in Somalia oder an der Heimatfront. Und den meisten Deutschen ist es doch tief in ihrer Seele lieber, wenn junge Deutsche
mit einem ordentlichen Kurzhaarschnitt, den Stadtpark Kopftuch frei halten, als wenn da langhaarige Haschisch rauchen. Leistung sollte sich auch wieder lohnen. Die Jugend von heute leistet so viel wie keine jemals zuvor. Zumindest ich. Leistung lohnt sich wieder. Viele Menschen haben das Leistungsprinzip endlich begriffen. Die bessern ihre Einkünfte auf durch Einbrüche und Autodiebstähle. Ist besser als von Sozialhilfe rumschmorotzen, oder? Ja, die tun was. Was regen die Leute sich denn so auf? Das zahlt alles die Versicherung. Ja, jammern sie doch nicht rum. Ob sie jetzt höhere Steuern zahlen, wegen der gestiegenen Zahl von Sozialhilfeempfängern, oder ob sie höhere Versicherungsbeiträge zahlen, wegen der gestiegenen Zahl von Autodiebstählen. Zahlen müssen sie so oder so. Kennen Sie den Unterschied? Bei der Autoversicherung kann ich mir die Steuerklasse selber aussuchen. Wenn dem linksliberalen Lehrerehepaar zum dritten Mal der japanische Oberklassewagen samt Surfbrett, Mountainbike und Taucherausrüstung geklaut wird, das ist Umverteilung, meine Damen und Herren. Davon haben die auf der Uni immer geträumt. Und für die Konservativen im Saal, das ist die Privatisierung der Sozialhilfe. Schlanker Staat. Mal davon abgesehen, Daimler-Benz wäre doch längst pleite, wenn die den Verschiebebahner für den Osten nicht hätten. Ja, meinen Sie, die wären die S-Klasse hier losgeworden? Haben Sie sich denn noch nie gefragt, warum wir das Weltraumteleskop Hubble im All reparieren können, aber nicht in der Lage sind, ein diebstahlsicheres Auto herzustellen? Warum denn wohl? Hä? Die verkaufen doch alle zusammen im Osten Autos, ohne einen einzigen Händler finanzieren zu müssen. Nicht mal Transportkosten fallen da ein. Von Garantieleistung ganz zu schweigen. So, und jetzt warten Sie mal ein paar Jahre. Dann brauchen die da auch Ersatzteile. Nein, statt diebstahlsichere Autos fordern die Konservativen immer schärfere Strafen. Wenn was passiert, heißt es immer, wir brauchen schärfere Strafen, die abschrecken. Sie wissen, schärfere Strafen schrecken unglaublich ab. Menschen, die ihnen erzählen, dass schärfere Strafen abschrecken, den Intelligenzquotienten von solchen Menschen, den können sie praktisch kaum noch messen. Die Amerikaner haben ja nur deshalb so friedliche Großstädte, weil die Todesstrafe alle abschreckt. Es tut mir furchtbar leid, schärfere Strafen schrecken niemand ab. Das ist weltweit soziologisch erwiesen. Die Länder mit den schärfsten Strafen haben die brutalsten Gewalttaten. Das Einzige, was sie mit so einer richtig scharfen Strafe sicherstellen können, sie können sicherstellen, dass derselbe Täter dieselbe Tat nicht nochmal begeht. Das ist alles. Strafen sind eine Form von Rache, meine Damen und Herren. Ist ja auch okay, man will sich ja rächen. Wenn hier einer eine Bombe reinschmeißt, will ich mich auch rächen. Aber dann doch bitte offen und ehrlich. Da kann man auch drüber diskutieren dann. Ohne dieses pädagogische Getue von wegen Besserung im Knast und Abschreckung. Strafen als Rache, situationsbezogen. Können wir gerne scharf vereinbaren. Weiß jeder, wo er dran ist. Erst einmal beim Klauen erwischt, linke Hand ab. Nochmal beim Klauen erwischt, die nächste Hand ab. Danach ist der höchstens noch zum Mundraub fähig. Und wo wir gerade so schön dabei sind. Jeder, der einen anderen Menschen in besoffenem Zustand schwer verletzt. Mir egal, ob in einem Baseballschläger, einem Molotow-Cocktail, einem stehenden Messer oder einem fahrenden Auto. Teeren und Federn auf der Stelle. Und alle Politiker, die beim Lügen erwischt werden, öffentlich auspeitschen. Ein kleiner Pranger auf dem Marktplatz. Was meinst du, was das gegen Politikverdrossenheit tun würde? Ha? Und alle Steuerhinterzieher vierteilen. Oh, die Begeisterung lässt nach. Oder sind Sie jetzt mehrfach betroffen? Ich weiß ja nicht. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Bei solchen Gelegenheiten könnten wir die gewaltbereiten Jugendlichen auch mal sinnvoll einsetzen. Alle einsperren ist doch viel zu teuer. Ja, das sagt sie auch immer so. Einsperren, einsperren. Wissen Sie, was das kostet? Wir zahlen allein in Nordrhein-Westfalen für 15.500 Häftlinge 700 Millionen D-Mark pro Jahr. Das sind 45.000 Mark pro Häftling pro Jahr. Das entspricht in etwa dem Gehalt eines Sozialarbeiters.
Brutto, nicht, dass sie anfangen zu träumen. So, die 45.000 Mark pro Häftling sind aber wirklich nur die Kosten für die reine Unterbringung, Bewachung und Verköstigung im Knast. Das sind die Kosten für die Polizeieinsätze zur Ergreifung, die Gerichtsverfahren, die Gutachter, die Rechtsanwälte, die Psychologen noch nicht mit dabei. Es geht nur ums Wegsperren und Füttern im Knast. 45.000 Mark pro Mann pro Jahr. Das sind 120 Mark am Tag. Das sind 840 Mark in der Woche. Für 350 Mark können Sie schon eine Woche Last Minute nach Mallorca fliegen. Da kommen Sie doch ans Grübeln, ne? Jetzt verrate ich Ihnen noch, dass die Rückfallquote von diesen Knackis fast so hoch liegt wie die von Club Robinson-Besucher. Da ist der Fall auch geklärt. Die sind doch reif für die Insel. Keine Fluchtgefahr mehr, die sind beschäftigt durch die Selbstversorgung. Die Engländer haben das Konzept sehr erfolgreich erprobt. Die Engländer haben ihre Strafgefangenen damals alle nach Australien rübergebracht. Ist was draus geworden, müssen sie neidlos anerkennen. Die richten jetzt Olympische Spiele aus. Die haben aus Handschellen 5 Ringe gemacht. 45.000 Mark pro Mann pro Jahr, nur fürs Wegsperren, hören Sie mal. Verglichen damit sind die Ossis doch spottbillig. Ja, wird ja gern gejammert im Westen. Was das alles kostet mit der Einheit, wie teuer die Brüder und Schwestern sind, der Solidarzuschlag und alles. Jetzt rechnen wir das mal durch. Selbst wenn wir 200 Milliarden D-Mark Transferleistungen jedes Jahr an den Osten bezahlen, was daran fair sein soll, wissen nur wenige. Aber selbst bei 200 Milliarden sind das immer noch nur 12.500 Mark pro Ossi pro Jahr. Für das Geld können Sie die ja nicht mal einsperren. Die Ossis sind nicht teuer. Machen Sie sich nichts vor. Ossis sind nicht teuer. Wissen Sie, wer teuer ist? Bauern, die kosten richtig Geld. 30 Milliarden D-Mark Subventionen zahlen wir in der BRD für 600.000 Bauern jedes Jahr. Das sind 50.000 Mark pro Bauer pro Jahr. Da wäre Einsperren schon billiger. Aber freuen Sie sich nicht schon wieder zu früh. Wir kommen erst einmal zu Bergarbeitern. Jeder Arbeitsplatz im Bergbau, die Zahlen sind alle nicht von mir erfunden, jeder Arbeitsplatz im Bergbau ist mit 96.000 D-Mark pro Jahr subventioniert. Das heißt, für jeden Kumpel können wir 7,5 Ossis durchfüttern. Ein Bauer ist so viel wert wie 4 Ossis, auch nicht schlecht. Sie können natürlich auch für einen Bergarbeiter wahlweise 2 Ossis einsperren oder 2 Bauern durchfüttern. Das ist Politik. Darüber wird abgestimmt bei Wahlen. Ist aber alles Kleckerkram oder Peanuts, wie die Deutsche Bank sagen würde. Es ist Peanuts verglichen mit Ärzten. Jetzt freuen sich die Bauern im Saal. Ne? Ich habe gelesen, meine Damen und Herren, auch diese Zahl habe ich mir bestätigen lassen, jeder heute neu zugelassene Kassenarzt, also jeder zusätzlich zugelassene Kassenarzt, kostet die Kassen 1 Million D-Mark zusätzlich pro Jahr. Das ist nicht das Gehalt des Arztes, kriegen Sie nicht schon wieder feuchte Augen. Aber die verschreiben ja auch. Alles, was dran liegt, macht 1 Million pro neuer Praxis aus. Man hat festgestellt, Ärzte schaffen sich ihren eigenen Bedarf. Ja, wenn Sie mehr Ärzte zulassen, die teilen sich nicht die vorhandenen Patienten, die machen sich irgendwie neue. Das können Sie statistisch überprüfen. Je mehr Ärzte pro 1000 Einwohner wir haben, desto mehr Menschen sind chronisch krank. Der Deutsche hat sich dermaßen an Angebot und Nachfrage gewöhnt. Das sind kommunizierende Röhren, da machen Sie nichts dran. Also, 1 Million D-Mark zusätzlich für jeden neuen Kassenarzt. Das heißt, für jeden neuen Kassenarzt könnten wir 80 Ossis durchfüttern. Wir hätten natürlich, wenn wir schnell gewesen wären, wir hätten auch statt der 16 Millionen Ossis 200.000 neue Kassenärzte zulassen können. Dann wären wir jetzt allerdings wahrscheinlich alle krank.
Man kann auch für das Geld, das 10 Kassenärzte kosten, 222 Kassenärzte einsperren, aber das nur so am Rande. Wie viele Bauern wir durchfüttern könnten, wenn wir alle Bergarbeiter einsperren und die Kassenärzte zu Ossis ausbilden? Auch wisst ihr was, meine Damen und Herren, das können Sie in der Pause jetzt selber ausrechnen, ja? Herzlichen Dank. Sagen Sie, meine Damen und Herren, haben Sie inzwischen auch zunehmend das Gefühl, in diesem Land von morgens bis abends nur noch verarscht zu werden? Wir werden nur noch verarscht, aber das ist so in der parlamentarischen Demokratie. Da geben Sie alle 4 Jahre Ihre Stimme ab und anschließend stehen Sie als schweigende Mehrheit sprachlos vor dem, was Sie da gewählt haben. Verarschung steckt im Wort. Steckt im Wort Democracy. To mock ist Englisch für sich lustig machen über. Verarschen. Mokieren ist der deutsche Wortstab. In der Demokratie, da haben Sie natürlich alle 4 Jahre die freie Wahl, von wem Sie sich verarschen lassen wollen. Die Wahlen sind frei, kostenlos. Manche sagen sogar, sie sind umsonst. Aber was haben Sie noch erwartet? Was erwarten Sie überhaupt noch? Hören Sie mal, ein Volk, das sich alkoholfreies Bier aufschwatzen lässt. Das greift auch zu einer kompetenzfreien Regierung. Nicht immer, aber immer wieder. Alkoholfreies Bier ist doch auch Verarschung, oder? Wahrscheinlich kommen die bald mit der tabakfreien Zigarette. Ich sehe die kartoffelfreien Pommes schon vor mir auf dem Teller. Ich persönlich hätte ja sehr viel Freude an einer FDP-freien Regierung. Aber in Bonn arbeiten die ja lieber an der Entwicklung des baumfreien Waldes. Die sagen so, ein Volk, das mit alkoholfreiem Bier so prima zurechtkommt, das wird irgendwann auch mit sauerstofffreier Luft klarkommen. Am Ende ist das alles nur eine Frage der Werbung. Dabei wollen die Leute ja immer ehrlicher informiert werden. Die Leute wollen doch Ehrlichkeit, gerade im Umweltbereich. Soll es ehrlich sein? Deshalb wäre ich dafür, man sollte ganz ehrlich sein. Jedes Auto muss ein Schild hinten drauf kriegen. Auf dem Schild muss stehen, Ministerpräsident Gerhard Schröder rät, Ihre Gesundheit gefährdet die deutsche Automobilindustrie. Das wäre ehrlich. Steht ja immer der Minister rät. Das ist auch ehrlich. Er hat keinen blassen Amtsschimmel, deshalb rät er. Und da möchte die chemische Industrie nicht nachstehen, sie lügt. Die dazugehörige Kampagne heißt Chemie im Dialog. Vielleicht schon mal gesehen, so eine Anzeige oder so ein Spot im Radio gehört, Chemie im Dialog, wunderbare Kampagne, seit ein paar Jahren machen die das schon. Alle paar Wochen machen die irgendwo in Deutschland einen Tag des offenen Schornsteins. Es wird immer ein Produkt der Bevölkerung vorgestellt und man kann dann darauf reagieren. Brieflich oder allergisch, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Chemie im Dialog, eine wunderbare Kampagne. Ich nehme die chemische Industrie sofort in Schutz, meine Damen und Herren. Sie wissen ja alle, Giftstoffe lassen sich sehr schwer kontrollieren. Giftstoffe entziehen Sie auf schärfster Bewachung. Sie kennen die Meldungen alle aus den Nachrichten. In den frühen Morgenstunden ist das in dem chemischen Betrieb in der Oberpfalz eine giftige Gaswolke entwichen. Entwichen ist die Wolke. Klammheimlich abgehauen. Obwohl man es ihr am Vorabend noch verboten hatte. Neulich hörte ich eine Variante im Hessischen Rundfunk. Der Nachrichtensprecher im Hessischen Rundfunk meinte, es wäre eine Giftgaswolke ausgetreten. Da hatte die Firma höchst noch Hoffnung, die wäre nur mal kurz pipi und würde wieder zurückkommen. Ich sage Ihnen Giftstoffe. Schwer kriminell veranlagt, hochaktiv, kennen nur ein Ziel, die Zerstörung unserer Umwelt. Und die chemische Industrie kennt ja auch nur ein Ziel. Das ist die Rettung unserer Umwelt. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb sperren mutige Männer und Frauen
Die sperren diese gefährlichen Giftstoffe in den chemischen Fabriken ein. Und da bewachen die die rund um die Uhr. Die passen auf wie die Schießhunde, sage ich Ihnen. Aber die Giftstoffe sind clever. Die sind so clever. Und die brauchen doch gar keinen Schlaf, die Giftstoffe. Gut bewacht lauern die Giftstoffe Tag und Nacht. Lauern die Giftstoffe auf den Augenblick, wo irgendein übermüdeter Chemielaborant seine Gentechnik nicht mehr unter Kontrolle hat. Und zack sind die draußen. Zack. Meistens in den frühen Morgenstunden. Morgenstund hat Amalgam im Mund. Es hat jemand ausgerechnet, was es kosten würde, wenn alle Bundesbürger sich ihre giftigen Amalgamfüllungen durch Goldfüllungen ersetzen ließen. Ich finde es sehr schön, dass es Menschen gibt, die sowas ausrechnen. Das ist auch eine Aufgabe von Sinn. Der hat ausgerechnet, das würde 150 Milliarden D-Mark kosten. Stolze Summe. Am selben Tag stand in der Zeitung ein Artikel, darin stand, 150 Milliarden wäre die Summe, die jedes Jahr in Deutschland an Steuern hinterzogen wird. Auch interessant. Ja, natürlich können wir den Umzug nach Berlin morgen finanzieren. Wenn die FDP bereit wäre, ihre Mitglieder zu überreden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehung zu verzichten. Die meisten Deutschen haben ja inzwischen jetzt sogar eingesehen, dass wir alle Abstriche machen müssen. Einige leben in Deutschland von Abstrichen ja auch gar nicht so schlecht. Ja, im Gesundheitswesen ist alles anders. Das können Sie nicht mit normalen Maßstäben messen. Der gesunde Menschenverstand sagt mir, ich muss etwas einnehmen, damit ich was ausgeben kann. Der kranke Menschenverstand sagt mir, ich muss etwas ausgeben, damit ich was einnehmen kann. Das ist ein ganz komisches Geben und Nehmen im Gesundheitswesen. Also der Patient gibt Geld aus, nimmt Medikamente ein. Die Pharmaindustrie gibt Medikamente aus und nimmt Geld ein. Langfristig hat sich herausgestellt, scheint das Einnehmen von Geld gesünder zu sein. Probieren Sie es einfach mal. Lassen Sie sich bei der nächsten Depression mal 500 Mark in bar verschreiben. Ein Gesundheitswesen kann nicht alles leisten, das wissen wir auch. Unseres hält die Pharmaindustrie gesund. Ist doch auch schon was. Viele zittern vor der nächsten Stufe der Gesundheitsreform. Es trifft ja auch nicht die Ärzte allein, meine Damen und Herren. Oh nein, auf jeden verhungerten Arzt. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent und zwei ruinierte Immobilienmakler. Vor allem das Schicksal der Zahnärzte rührt die Nation inzwischen ja zu Tränen. Ganz arme Schweine, Zahnärzte, die tun mir wirklich leid. Haben Sie auch dieses Gefühl inzwischen, als wenn ich da auf dem Stuhl liege, ich denke mal, ich musste mal so heimlich 5 Mark in den Kittel tun. Ja, die arbeiten noch teilweise völlig umsonst, habe ich gelesen. Ja, ganze Monate im Jahr arbeiten die umsonst. In einer anderen Zeitung las ich, 80% der deutschen Zahnärzte würden auch genauso arbeiten. Naja, sie kriegen länger Garantie auf den Keilriemen als auf eine Blombe, das steht mal fest. Aber Zahnärzte waren immer schon arme Schweine, das weiß ich ja auch. Mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Jetzt droht die völlige Verarmung. Gestern noch Blombengeschäfte gemacht. Ja, heute sitzen die schon in Schuldnerberatungsstellen. Die können ihre Kauherrenmodelle nicht mehr abbezahlen. Dabei würden wir bei Einsparungen in dem Bereich gleich doppelt sparen. Ja, nicht nur bei den direkten Kosten für die Zahnärzte, Zahntechniker, Zahnersatz, auch bei den indirekten Kosten könnten wir sehr schön sparen langfristig. Sehen Sie mal, wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, da können Sie nicht mehr alles beißen. Also Fleisch und andere teure Lebensmittel würden für Sie als Seniorin uninteressant. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja offenbar mal vorgesehen war. Der liebe Gott wird sich da ja was bei gedacht haben. Da kommen Sie mit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus.
Die Altersheime werden früher frei, die Pflegeversicherung wird entlastet. Vergessen Sie bitte nie, meine Damen und Herren, man sagt, im Jahr 2030 kommen auf einen Leistungsträger zwei Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Das ist doch alles unbezahlbar. So viel Busenbettjäger haben wir doch gar nicht. Was tun wir denn hier? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und wollen denen das Rauchen verbieten. Das ist doch wirtschaftlicher Unsinn. Wir müssen Zahnbürsten verbieten. Die Menschen zum Rauchen zwingen. 4 Packungen am Tag zwangsweise unter Aufsicht. Der Konsum von Alkohol, Tabak und Süßigkeiten muss gesteigert werden. Mit allen Mitteln. Das schafft einen Boom in der Industrie. Das schafft Arbeitsplätze. Arbeitsplätze! Das ist doch alles, was noch zählt. Die Regierung sagt, Tempo 100 auf deutschen Autobahnen. Das gefährde Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Tempo 200 zwangsweise auf der Autobahn, was das für Arbeitsplätze schaffen würde? Und diese Arbeitsplätze werden doch noch immer früher wieder frei. Das nennt man ein investitionsfreundliches Klima. Soziale Kälte. Das investitionsfreundlichste Klima überhaupt, wenn die Leute wieder Lust haben, sich warm zu arbeiten. Ja, für den deutschen Unternehmer stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr. Nehmen Sie mal an, Sie arbeiten als Haschischhändler. Es gibt ja Leute, die glauben, Haschisch wäre legalisiert, seit dem berühmten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Genauso wie es Leute gibt, die glauben, man dürfe keine Kreuze mehr aufhängen. Dabei steht in dem Urteil nur drin, natürlich dürfen Sie weiter Kreuze aufhängen. Sie dürfen mich nur nicht zwingen, eins anzugucken. Was anderes steht da nicht drin. Und Haschi ist immer noch verboten. Lassen Sie sich nichts erzählen. Das Interessante an dem Urteil war nämlich nur, warum Haschisch immer noch verboten ist. Denn in dem Urteil steht ja nur drin, dass man bei Eigenbedarf und kleinen Mengen von einer Strafe absehen kann. Sie können sich aber nicht darauf berufen. Es wird irgendwann so sein, dass Sie kleine Mengen Haschisch besitzen dürfen. Aber Sie dürfen es zum Beispiel nicht kaufen. Sie dürfen es nur haben. Ist schwierig, soll aber gehen. Interessant an dem Urteil war nur, warum Haschisch immer noch verboten ist. Denn die Klage war so. Die Klage hatte gesagt, Haschisch ist ein Rauschmittel, gar keine Frage. Davon kann man übrigens körperlich nicht abhängig werden. Das sagen nicht die Dealer, das sagen die Ärzte. Von reinem Haschisch können Sie körperlich nicht abhängig werden. Alkohol ist auch ein Rauschmittel. Davon sind Millionen Menschen glücklich abhängig bei uns. 50.000 krepieren fröhlicher Leberzirrhose jedes Jahr vom Saufen. Ein paar hundert besonders Glückliche werden vom Besoffenen plattgefahren auf der Straße. Das finden wir alles wunderbar. Die Klage fragte, warum ist Haschisch verboten, warum ist Alkohol erlaubt? Ich finde, das ist spontan gesehen eine verdammt gute Frage. Warum dürfen Sie mit dem Zeigefinger popeln, aber nicht mit dem kleinen Finger? Wo man doch den einen sogar noch leichter wieder rauskriegt. Also ich wüsste da keine vernünftige Antwort drauf, meine Damen und Herren. Aber zum Glück haben wir das Bundesverfassungsgericht. Die haben das ja studiert. Ja, zumindest den Alkohol, wie sich rausgestellt hat. Ich wäre da selber nicht drauf gekommen, ich gebe das zu. Aber im Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht tatsächlich drin, meine Damen und Herren. Ja, steht da. Das wäre richtig. Ja, das wären beides Rauschmittel. Aber steht da, Alkohol trinke man ja nicht primär, um sich zu berauschen. Und da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber jetzt habe ich vor kurzem bei 20 Glas Bier nochmal in Ruhe drüber nachgedacht. Jetzt ist mir wieder klar geworden. Ne? Das stimmt, ich trinke Alkohol gar nicht, um mich zu berauschen. Ich trinke Alkohol ja wegen dem schönen dicken Kopf am nächsten Morgen. Und Haschisch macht einfach keinen dicken Kopf. Und deshalb bleibt Haschisch verboten und Alkohol bleibt erlaubt. Und als Dank für die Intelligenzleistung dieses Urteils ist der Chef der urteilssprechenden Kammer damals sofort zu unserem Bundespräsidenten gewählt worden. The best to the top. Prost, Herr Professor Herzog. Also, wenn Sie als Haschischhändler, oder waren Sie das jetzt? Ich weiß nicht mehr. Wenn Sie als Haschischhändler arbeiten und Sie werden erwischt, wie Sie jemand 100 Gramm Haschisch verkaufen, sitzen Sie, wenn Sie Pech haben, 2 Jahre und 6 Monate Knast ab, ohne Bewährung. Höchstrichterliches Urteil in Hamburg.
ist dieselbe Strafe, die sie kriegen, wenn sie Leverkusen als Grundschullehrer 62 Kinder sexuell missbrauchen. Wie man das auf 100 Gramm umrechnet, weiß ich jetzt auch nicht. 2 Jahre, 6 Monate für 100 Gramm Haschisch. Der Mann, der der Selesch das Messer in den Rücken gestochen hat, der ist auf Bewährung rausgekommen. Ja, die Richter hätten ihn gerne eingesperrt, war auch in Hamburg. Aber der hat der Selesch halt kein Haschisch verkauft. Hätte man ihm beweisen können, dass er ihr das Messer verkaufen wollte, dann hätte man ihn vielleicht, aber einfach reinstechen, das bringt nichts. Rechtsstaat. Verhältnismäßigkeit der Mittel. Was ist aus Deutschland geworden? Wo sind sie denn nur hin, die Werte unserer Väter? Seien wir doch mal ehrlich, das Patriarchat ist doch am Ende. Die Männergesellschaft hat versagt auf allen Fronten, jetzt müssen die Frauen ran. Doch, wir sind soweit. Überall, wo wir blöden Männer versagt haben, müssen die Frauen jetzt in verantwortliche Positionen. Gucken Sie sich das doch an, im Kindergarten schon schlagen die Kleinen sich die Köpfe ein. Soweit sind wir gekommen. Da bin ich da erstmal dafür, dass wieder viel mehr Frauen mit der Erziehung von kleinen Kindern beauftragt werden. Überall, wo wir blöden Männer versagt haben, müssen die Frauen ran. Wir brauchen Frauen, die verkrustete Strukturen aufbrechen können. Petra Kelly, das ist eine Lebensleistung, einen pazifistisch gewordenen General wieder zur Waffe greifen zu lassen. Oder Brigitte Seebacher-Brandt, diese Frau, die imponiert mir. Wie engagiert die für die Wiedereinführung der Witwenverbrennung kämpft. Wir brauchen viel mehr Frauen in der Politik, wir brauchen viel mehr Frauen im Kabinett, wir brauchen Irmgard Schwetzers zuhauf. Man hätte Irmgard Schwetzer nie fluten dürfen, meine Damen und Herren. Am besten ist, wir klonen Irmgard Schwetzer. Dr. Irmgard Schwetzer, kurz Driss genannt. Beinahe wäre diese Frau Außenministerin geworden. Wie dann die NATO heute aussieht, können Sie in Bonn beim Schürmannbau besichtigen. Und da konnte man bei der zweiten Jahrhundert-Hochwasserkatastrophe innerhalb der 13 Monate, nicht, konnte man sehr schön sehen, in 3 Monaten ist ja schon wieder soweit. Haben Sie schon gebucht? In Köln bauen die Gießener Tribünen auf. Bei der zweiten Jahrhundert-Hochwasserkatastrophe innerhalb von 13 Monaten konnte man jedenfalls sehr schön sehen, wie viel besser sowas abläuft, wenn ein Mann die Kontrolle hat. Ja, der Töpfer hat den Schürmannbau kontrolliert fluten lassen. Die Schwätzer hat ihn einfach so voll laufen lassen. Aber der Töpfer hat gesagt, jetzt. Oder nehmen Sie diese neue im Kabinett da, diese Ministerin für Familien, Frauen, Jugend, Senioren und was sonst noch keinen interessiert. Da können Sie lange nachsuchen nach so einer Frau. Da können Sie lange suchen. Eine 28-Jährige, die sich kleidet, spricht und denkt wie eine 82-Jährige. Und dann aus dem Osten, das ist die Dreifachquote. Oder ihre Vorgängerin, Angela, ich merke gar nichts. Wenn die sich jetzt so für die Umwelt engagieren, die vorher für den Paragraph 218, dann wird die Umwelt sich noch ganz schön umgucken. Wahrscheinlich kriegen wir eine Zwangsberatung für Gänseblümchen. Die Merkel und die Nolte, wie die die Interessen der Frauen treten, vertreten. Da kann sich mancher Mann noch eine dicke Scheibe von abschneiden. Diese Frauen, die kämpfen immer Arm in Arm mit Rita Süssmuth. Rita Süssmuth der Tapferen. Rita Süssmuth der Unbeugsamen. Ich kenne keine Frau, die auf Kommando so betroffen sprechen kann wie Rita Süssmuth. Wenn es ernst wird im Interview, die wird ja nur interviewen, wenn es ernst wird, dann sitzt die immer da, die Süssmuth, dann schluckt die immer so. Die Süßmutter, die sagt immer einen Satz und dann schluckt die immer so. Und dann denke ich immer, pass auf, denke ich immer. So wie die schluckt, die weint gleich. So wie die schluckt. Aber Rita Süßmutter, die weint nicht. Die schluckt nur. Rita Süssmuth schluckt alles.
Die gehört nämlich zu den Frauen, die immer noch das Frösche-Küssen mit dem Kröten-Schlucken verwechseln. Aber für solche Frauen legt Rita Süßmuth sich mächtig ins dumme Zeug. Das Einzige, was Rita Süßmuth in ihrem parlamentarischen Leben bis heute durchgesetzt hat, ist doch, dass sie ihren dritten Dienstwagen behalten durfte. Damit ihr armer Mann, der Herr Professor für Geschichte, mal von Neuss nach Bonn fahren kann. Oder fällt Ihnen noch was ein, was Frau Süßmuth erreicht hätte? Irgendwas. Wir nehmen mal was Kleines. Also was Unwichtiges, meine ich. Ich glaube es Ihnen, auch wenn nur Sie alleine es wissen. Wir können auch mal eine halbe Stunde warten, wenn Sie mal in Ruhe... Vielleicht wollen Sie jemanden anrufen oder ins Internet gehen oder... Ich helfe Ihnen mal. Frau Süßmuth hat da bis jetzt einmal politische Verantwortung getragen erst. Da war sie Gesundheitsministerin. Diese Zeit hat 2000 Blute das Leben gekostet. Der Bericht ist im Bundestag offiziell verabschiedet. Das steht fest, wenn Frau Süßmuth damals geeignete Maßnahmen ergriffen hätte, die man ihr wohl auch empfohlen hatte, um die Spendedienste zu kontrollieren, wären 60% der heute mit HIV infizierten Bluter nicht infiziert. Vielleicht sollte Frau Süßmuth den Rest ihres politischen Lebens damit zubringen, ihre wunderbaren, betroffenen und einfühlsamen Ansprachen auf den Beerdigungen der Bluter zu halten. Wenn sie sich jetzt so für die Entschädigung der Bluter eingesetzt hätte, wie für ihre eigene Diätenerhöhung, da hätte ich ja noch nichts gesagt. Aber bis jetzt habe ich von Frau Süßmuth noch nicht ein Wort der Entschuldigung gehört. Herr Seehofer, der kam, als alles vorbei war, der hat den Bundestag um Verzeihung gebeten. Frau Süßmuth, die sieht bis heute nicht ein, dass sie was falsch gemacht hat. Wie denn auch? Die versucht ja auch nach wie vor innerhalb der CDU christliche Positionen umzusetzen. Da können Sie doch genauso gut versuchen, im Schützenverein das Saufen und Schießen abzuschaffen. Oder Sie bringen Lothar Matthäus Lesen und Schreiben bei. Da haben Sie denselben. Ich muss bei Rita Süßmuth immer sofort an Eugen Drewermann denken. Eugen Drewermann, die Walt Disney-Ausgabe von Martin Luther. Die Süßmuth und der Drewermann, die wären das Traumpaar für einen deutschen Pazifistenzüchter. Diese Menschen sind so sanft. Ich kann nicht glauben, dass die als Kind mal laut geschrien haben. Ich kann nicht glauben, dass der Drewermann nach seiner Entbindung freiwillig den ersten Schrei getan hat. Gucken Sie sich den an. Ich wette, die haben den grün und blau geprügelt, bis der den ersten Schrei... Deshalb hat er jetzt so eine Angst vor der Abnabelung von seiner Kirche. Vergessen Sie die Frauenquote, bitte. Zumindest diese CDU-Variante. Allein schon, weil Rita Süßmuth dafür ist. Es muss eine Falle sein. Wie viel Süßmuths, Schwätzers, Noltes, Merkels, Rönschs, Marienfelds wollen Sie denn noch? Was nützt Ihnen denn eine 30%ige Quote unter Idioten? Nehmen Sie die blöden Männer doch endlich beim Wort. Kämpfen Sie für eine echte Kompetenzquote. Jobs bitte nur noch nach Kompetenz und Fähigkeit besetzen. Dann kommen Frauen dran, die wirklich Ahnung haben. Am Ende kämen sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Frauen dran als Männer. Hätte ich auch kein Problem mit. Ich fürchte nur, bei einer echten Kompetenzquote würden die meisten jetzigen Politiker und Politikerinnen an der 5%-Hürde scheitern. Mich bestärkt sowas ja alles nur in der fürchterlichen Vermutung, das größte Problem an unserer Art der Demokratie könnte am Ende doch das geheime Wahlrecht sein. Hier stimmt doch jeder einfach mal so ab, wie ihm gerade so ist. Auch Wilmer Dehmer, der sieht auch nett aus. Wirkt aber seriös, drängelt sich nicht so vor. Die meisten wissen ja nicht mal, wie man wählt bei uns. Ja, vor der Bundestagswahl gibt es immer diese Umfragen. Welche Stimme, erste oder Zweitstimme, ist die entscheidende Stimme für die Stärke der Fraktion im Bundestag? Beim letzten Mal habe ich zwei Umfragen gesehen. Eine Zahl war konstant. Die Zahl der richtigen Antworten. Wollen Sie mal raten? Also jetzt nicht die richtige Antwort, sondern die Zahl. 30% der Befragten kannten tatsächlich die richtige Antwort. Immerhin. Ich meine, das Volk hatte eine faire 50-50-Chance. Sagen wir so, wenn Sie 100 Schimpansen befragen würden.
Aber immerhin 30%. Da wir ja aber noch in Deutschland leben, glauben immer noch bis zu 46% der Befragten, da muss ja wohl die Erststimme die entscheidende Stimme sein. Von diesen Idioten lebt die FDP seit 25 Jahren. Da bin ich doch erstmal dafür, in jedem Wahllokal eine kleine Prüfung abzuhalten. Jeder, der reinkommt, darf mal ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Wer sich nicht auskennt, darf direkt wieder nach Hause dackeln. So sehr scheint es ihn ja nicht interessiert zu haben. Er kann ja in 4 Jahren nochmal wiederkommen. Dann hat er sich erkundigt, wie er wählt. Vielleicht weiß er dann auch schon, was er wählt und warum er das wählt, was er da wählt. In diesem Land, da brauchen Sie doch für alles eine Prüfung normalerweise. Sie müssen eine Betriebsgenehmigung für alles haben, einen Führerschein für alles. Selbst wenn Sie in einem Stock und einer Kordel einen Haken in ein öffentliches Gewässer halten wollen. Da brauchen Sie einen Angelschein für. Aber jeder, der es geschafft hat, 18 Jahre lang nicht vors Auto zu laufen, der darf bei uns die Kreuze machen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wahl geheim ist. Nehmen Sie mal die Wahl von vor 5 Jahren. Vor der Wahl hatte der Kohl versprochen, die Steuern werden auf gar keinen Fall erhöht. Wer Zeitung lesen konnte, das müssen noch weniger als die 30% sein, der wusste, das war eine Lüge. Der Mann ist gewählt worden. Okay, ja, da möchte man doch hinterher mal nachgucken können, wer war denn das eigentlich? Erstmal so interessehalber. Denn 3 Monate nach der Wahl, als die Steuern plötzlich doch erhöht werden mussten, da haben sie die Wähler schon nicht mehr wiedergefunden. Da war es wieder keiner gewesen. Da waren sie wieder alle am Schimpfen. Dieser Trottel, dieser Kohl, der Verräter, der Lügner, der ruiniert uns alle. 4 Jahre haben sie wieder auf dem Mann rumgetrampelt, da haben sie wieder zu ihrem Bundeskanzler gewählt. Meine Damen und Herren, ich mache jetzt seit 13 Jahren Kabarett über Helmut Kohl. Seit 13 Jahren. Ich bin es satt. Seit 13 Jahren lachen die Leute im Kabarett über Helmut Kohl. Wenn sie nur Bundesrepublik Deutschland sagen, bricht verstärkte Heiterkeit aus. Sie können heute mit einer billigen Parodie des Kanzlers viel mehr Geld verdienen als Kanzler selber. Wenn Sie morgen einen Wettbewerb veranstalten, wer am besten Helmut Kohl nachmachen kann, der Kanzler selber wird doch höchstens noch 5. oder 6. Seit 13 Jahren lachen die Leute über Helmut Kohl und alle 4 Jahre wählen die den zu ihrem Bundeskanzler. Das ist doch wie ein Mensch, der immer um denselben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in denselben Scheißhaufen tritt und sich dann eine Runde lang darüber aufregt, warum seine Schuhe so stinken. Da möchte man doch mal wissen, wie so Leute aussehen. Ich sehe das sogar so. Wenn einer gewählt wird, der verspricht, die Steuern werden auf gar keinen Fall erhöht und 3 Monate nach der Wahl werden die Steuern plötzlich doch erhöht, dann sollen doch fairerweise erstmal nur die höhere Steuern zahlen, die das angekreuzt haben. In diesem Land übernimmt doch nie einer Verantwortung für das, was er tut. Weder als Wähler noch als Gewählter. Die ja sowieso nicht. Eine große Mehrheit der Abgeordneten in Bonn hat dafür gestimmt, die Kosten für den Umzug nach Berlin sollen 20 Milliarden D-Mark nicht übersteigen. Ich bin jetzt schon wieder ganz gespannt, ob die bösen Kosten sich an diesem Beschluss halten werden. Kosten sind sehr eng verwandt mit Giftstoffen. Deshalb ist der Töpfer jetzt für den Umzug nach Berlin zuständig. Ja, das hat alles auch einen Grund in der Regierung. Jetzt muss man dem Töpfer nur erklären, dass Kosten nicht dazu neigen, zu entweichen. Kosten haben die dumme Angewohnheit, zu explodieren. Warum haben wir kein Gesetz, wo alle Abgeordneten, die für so einen Schwachsinn gestimmt haben, wo jeder weiß, das kann nicht funktionieren, warum können wir nicht für alle entstehenden Mehrkosten hinterher persönlich haftbar machen? Und da sei mir nicht so pingelig. Man kann nicht alles vorhersehen, es kann was dazwischen kommen. Ich weiß es auch, man kann sie auch vertun. Okay, aber sagen wir mal so, für jede Milliarde, die sowas teurer wird als geplant, so genau werden Sie ja wohl noch rechnen können, die Experten. Eine Milliarde, da müssen Sie 20 Jahre lang jeden Samstag 1 Million im Lotto gewinnen. So genau werden Sie doch rechnen können.
sonst mache ich die Schätzung demnächst. Also für jede Milliarde, die es teurer wird als geplant, sollen die jeweils ein Jahr lang bei gleichen Bezügen im Altersheim arbeiten gehen. Nicht in der Verwaltung, Frau Süßmuth, an der Pfanne. Oder der Rühe. Hä? Für jede Million, die der Jäger 90, Eurofighter oder Sinnlos 2000 oder wie der Ding am Ende heißen wird. Für jede Million, die der teurer wird als geplant, ein Jahr ab an die Pfanne. Was meinst du, was die plötzlich realistisch kalkulieren könnten? Am Ende würde mal was billiger als geplant. Aber was rege ich mich noch auf? So wie die das da oben treiben, macht der kleine Mann ja auch. Das Volk ist ja nicht besser als seine Vertreter. Opa sagte immer, wie der Herr so's Gescherr. Recht hat er. Sie haben doch in diesem Volk Leute, die glauben allen Ernstes, wenn man ihnen erzählt, man könne für ein paar hundert Mark nach Florida in Urlaub fliegen, dann noch mit dem Mietwagen rumbrausen wie Graf Koks persönlich. Und wenn der Reiseveranstalter erwartungsgemäß pleite geht, weil natürlich jeder Mensch mit rudimentären Grundschulrechenkenntnissen sich selber ausrechnen kann, dass in diesem super Sonderbilligangebot der Rückflug ja nicht mit drin gewesen sein kann. Dann stehen die in Florida rum, so hören Sie die mal schreien. Wir sind betrogen worden, holt uns hier raus. Die verklagen die Regierung auf Schadenersatz. Ja, so Leute darf man doch nicht zurückholen, meine Damen und Herren. So was muss man die Wiedereinreise verweigern? Wegen erwiesener Blödheit. Genauso wie die Urlaub buchen, so wählen die nämlich auch. Immer das Billigste, oh ja. Und 3 Monate nach der Wahl, da schreien die wieder, wir sind betrogen worden. Holt uns hier raus. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, in Deutschland werden die Rechten gerecht und die Linken gelinkt. Man kann das auch anders sagen. Die Rechten waren zwar schon immer ziemlich blöd, aber die Linken waren bei uns auch immer die Dummen. Es gibt Dinge, die kann man nicht sehen. Die muss man glauben. Und es gibt Dinge, die muss man sehen und kann sie nicht glauben. Und es gibt Politiker, da kann man nicht glauben, dass sie nur einer sehen will. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Demokratie ist, wenn man trotzdem wählt. Gute Nacht.